München, Stadtteil Giesing. Eine weiß-blaue Straßenbahn. Weiße Schrift, Giesing 2023. Vor einem großen Gebäude mit der Aufschrift Post wird eine Telefonzelle an einem Kran befestigt. Eine junge Frau mit Pony in einem Zimmer. Weiße Schrift, Miriam Worek, Initiatorin Zeitkapsel. Bei der Zeitkapsel dreht sich eigentlich alles um eine gelbe Telefonzelle, die für mehrere Monate zentral in einem Stadtviertel installiert wird. Die Telefonzelle schwebt am Kran. Und mit Videos übers Quartier oder übers Viertel bespielt wird. Ein dunkelblonder Dr. Daniel Habit, Empirische Kulturwissenschaften, LMU. Miriam hat uns gefragt, ob wir bei dieser Zeitkapsel mitmachen wollen und eine Vielzahl an Studierenden, die begeistert Interviews machen wollen und sollen. Und dann ist die Idee, dass sie durchs Viertel streifen, um so vielleicht auch ein paar Stimmen einzufangen, die man sonst vielleicht weniger hört oder die überhört werden. Ein Schlanker mit grauem Schnauzer, Janis Papadimitriou, Vermittlung. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen hier bei Telepost zu unserem Projekt Zeitkapsel. Kennen Sie das? Dann zeige ich Ihnen gerne mal. Genau, und als Beispiel der Janis, der ist Botschafter, wohnt in Giesing, ist irgendwie Rentner und griechischer Wirt. Und der kommt quasi dienstags um 17 Uhr, sitzt mit zwei Stühlen da und hat einfach Zeit. Jetzt bin ich hier bereit, um die Leute zu empfangen für unsere Kapsel. Janis sitzt auf einem Klappstuhl vor der Telefonzelle. Eine junge Blonde, Josefa Seldorf, Vermittlung. Sie geht in einen Kiosk. Hallo. Hi. Hi. Ich bin von der Zeitkapsel da drüben. Hast du von der schon gehört? Also Giesing hat noch viel zu erzählen und dann haben wir überlegt, wie man die einbindet, die so nicht davon erfahren würden. Und deswegen ist Josi zum Beispiel als Stadtschreiberin und Botschafterin unterwegs und fängt Stimmen ein. Josefa folgt einer Frau mit Locken in einen Hauseingang. Die öffnet die Tür zum Hof. Und hier, schau mal. Da trifft man zum Beispiel auf Gabi, das ist eine Urgiesingerin mit einer Gartenoase direkt hinter der Tegernseer Landstraße. Josefa hält ein Aufnahmegerät. Sie sitzt mit Gabi unter einem bunten Sonnenschirm im üppig bepflanzten Innenhof. Ein Mann mit grauem Vollbart, technische Leitung und Innenraum. Den Matthias Steinberger, den habe ich 2020 zufällig im Café Schammer mal aufgegabelt. Und der fand die Idee irgendwie so authentisch, dass er dann einfach mitgemacht hat. Steinberger hantiert an der Zelle, drinnen Filme auf einem Screen. Jetzt gerade sind es irgendwie 50 Projekte oder Kooperationen. Da knüpfen Schulklassen an oder die Stadtbibliothek, KünstlerInnen, Geschichtsverein, der sich digitalisiert, eine Frau, die Texte während Corona geschrieben hat, das queere Archiv, die Biografien vorstellen. Oder FotografInnen, die ihre Arbeiten zeigen können. Genau, und das alles begegnet sich in der Kapsel auf Augenhöhe und ohne irgendwelche Hierarchien. Vor der Telefonzelle mit der Aufschrift Zeitkapsel stehen Dutzende Interessierte. Ein Viertel ist für mich so der Ort, an dem Menschen im Kleinen spüren, dass das, was sie machen, irgendwie wirksam ist und dass sie gestalten können, sich zugehörig fühlen. Deswegen geht's mir auch sehr um die, die irgendwie noch keinen Bezug haben zu ihrem Viertel oder die jetzt auch vielleicht nicht in ein Museum gehen würden, weil sie keine Zeit haben, keine Ressourcen oder sich irgendwie nicht eingeladen fühlen. Die Zeitkapsel ist viel, aber vor allem ein Quadratmeter öffentlicher Raum, der ja ein Gefühl dafür vermitteln will, wie lebendig oder vielfältig ein Viertel ist. Ein Mann, Markus Pfleger, Zeitkapsel-Supervisor, lächelt freundlich. Zeitkapsel 2023 vor der Telepost am Tegernseer Platz, München-Giesing. Alles um die Zeitkapsel unter www.zeitkapsel.tel. Ein Film von Felix Länge, Standpunkt Kollektiv.